Ja, meine Lieben, ihr seht, ich bin jetzt gerade hier nicht an der gleichen Stelle, wo ich war. Das kann ich erklären. Ich habe außerdem gerade ein bisschen, ja, also das mit der Aufnahme hat gerade nicht ganz geklappt. Ich habe es früh genug gemerkt. Da gab es gerade ein paar kleine Fehlerchen. Ist aber nicht schlimm. Was noch mit dir passiert ist, ist nicht viel. Also ich habe den dann gemacht. Übrigens, das da unten sehe ich gerade, das habe ich übersehen. Da ist scheinbar noch ein Rucksack. Den schnappe ich mir natürlich. Na, was haben wir hier Feines? Ah, die Karte ist aktualisiert. Gut. Ja, ist nicht viel passiert. Also wirklich. Im Sinne von, ich habe jetzt einfach das Seil gespannt, bin dann drüber gegangen. Dann wurde mir gesagt, aha, ich kann scheinbar jetzt mit meiner Axt mich da so schwingen, so ein bisschen Tarzan-mäßig oder Indiana Jones-mäßig. Ja, als ob ich meine Peitsche hätte. Und ich kann mich jetzt hier damit an Kanten vergreifen. Oder an Kanten festhalten. Ja, so nämlich. So, und hoch da. Sehr schön. So, da hatte ich hier noch ein Tagebuch gefunden. Wo liegt's denn? Ja, lesen wir es nochmal. Liegt's denn nochmal? Ja, gut, ich glaube, wir können damit leben, wenn das jetzt mal nicht hört. Ja, das war einfach Jacob, der mir gesagt hat: Ja, hier, da ist Öl im Boden, das nutzen wir, um unsere Pfeile damit zu tränken, damit es brennt und sowas. Also einfach wieder ein Stück vom Überlebenskodex. Aber wie gesagt, ich glaube, ihr könnt da überleben. Ihr könnt es überleben, wenn ihr jetzt nicht jedes einzelne Tagebuch mal hört, ja? So. Oh. Okay, also Spider-Man-mäßig kann ich mich nicht irgendwie einfach im Himmel festhalten. Oder einfach meine Spinnenweben in die Luft schießen. Was war das denn jetzt? Ich wollte eigentlich elegant nach, also elegant rückwärts springen, aber das war scheinbar nicht möglich. Ah, ich weiß nicht. Manchmal klappt das ja nicht so gut, ne? Okay, aber hinter mir war ja noch was zum Greifen, ne? Aber dann gehen wir lieber hier lang, wenn das Spiel das so möchte, dann wollen wir uns da mal nicht in den Weg stellen. So. Na hoch da. Lara, was machst du denn? Jetzt, da war nicht genug Platz zum Hochklettern. Okay, das ist einfach nur der Rückweg oder ist da noch irgendwas von Interesse? Ich will nur mal gucken. Ne, es führt einfach nur zurück, falls ich aus welchen Gründen auch immer zurück wollen würde. So, und zack. Ah ja, das geht auch. Ich kann mich mit der Axt in die Wände einhaken. Ja, das ist natürlich sehr praktisch. Ich frage mich nur, warum ich das nicht schon vorher konnte. Ich meine, ja. Wer weiß. Lara muss ja auch Dinge lernen. Lara, wenn du zur Kathedrale willst, Trinity ist da überall. Ich weiß, ja. aber mir bleibt keine Wahl. Danke für die Infos, ne? Da kann ich mich ja schon mal wieder auf richtig fette Ballersequenzen freuen, weil ich die ja so gerne mache. So, da geht's einfach wieder nach unten oder was? Nee, da muss ich hin. Aber erstmal werde ich hier wieder, ja, mich hinsetzen. So, Lara, erzähl mal ein bisschen, reflektiere mal ein wenig über dein So Abenteuer. viel Gewalt und Tod. Jacobs Leute haben so viel durchgemacht, aber sie kämpfen weiter. Sie sind durch einen Eid ihrer Vorfahren gebunden. Eine Pflicht aus der Vergangenheit. Aber ich sehe ein Volk, das nur in Frieden leben möchte. Ich glaube, sie sollten die Vergangenheit loslassen. Wenn ich den Atlas finde, führt er vielleicht zur göttlichen Quelle. Wenn ich sie von hier fortbringe, müssten sie nicht mehr leiden. Sie könnten die Bürde der Wahrheit mit der Welt teilen. Aber wenn das alles zu nichts führt, weiß ich nicht, was ich tun soll. Was ich mich eigentlich frage, ist, ob wir nochmal nach Syrien war das, glaube ich, ne? Ich guck nochmal, ob wir da eigentlich nochmal hinkommen. Weil das wäre ja eigentlich schon ziemlich nice, wenn wir irgendwie. Ja, es war Syrien, genau. Oder ob wir nochmal in ein anderes Gebiet kommen. Einfach, dass es mal ein bisschen. Also langsam, ich merke langsam so ein bisschen diese Ermüdung. Es wäre schön, wenn wir eine kleine optische Abwechslung mal hätten im Spiel, ja? Bin ich ja mal ganz ehrlich. So. So, Kämpfer, was haben wir denn hier Feines? Was gibt's noch Tolles? Feuer interessiert mich nicht. Ohne Rüstung, bla bla, interessiert mich auch nicht. Lautlose Exekutionen viel schneller erledigen. Ja, nett, aber Tod von oben nutzen sie Messer, um Feinden durch Sprünge von oben zu erledigen. Ja. Feldsanitäter verbinden sie Wunden schneller. Effekt verstärkt sich mit der schneller heilen Fähigkeit. Ja, gut, haben wir schon, deswegen nehmen wir das einfach mal. Ne? Das ist jetzt sozusagen die verbesserte Variante von dem Level 1 Skill. Ne? Können wir unsere Waffen noch ein bisschen upgraden? Na, kann ich hier noch was machen? Nee. Ja, die anderen Bögen, aber. Nein, ich bleib bei meinem. Ich bleib meinem Standardbogen treu.
Wir müssen da nicht groß rumspielen, ja, oder irgendwie andere Sachen ausprobieren. Achso, wow, das war... Ich wollte ja sagen, das war knapp und dann flutsche ich trotzdem in die Spalte rein. Also, das war jetzt nicht so gewollt, ne? Aber... Ja, ich hab... Ja, ich übersehe das immer so. Zack und hopp. So, naja, Moment mal. Ich will doch nicht das Seil greifen, ich will nochmal da hoch. Da war nämlich noch was. Ja, natürlich wieder was zu lesen. Na dann, wieder Überlebenstipps von Jacob hier oder was, ne? Kinder, ihr dachtet, lesen lernen sei unnütz und hätte nichts mit der Jagd zu tun. Das ist eure erste Lektion. Alles ist miteinander verbunden und ich habe immer recht. Die Schlauen unter euch, die ihren Irrtum eingesehen haben und dies lesen können, erwartet nun die erste Aufgabe. Spürt eines der kleinen Tiere des Tals auf und bringt mir sein Fell. Hasen sind überall anzutreffen, bei Tag und Nacht. In unserem Tal sind sie braun und in den Bergen schneeweiß. Eichhörnchen bleiben meist auf den Bäumen. Regen treibt sie in ihre Baue. Und wenn ihr Ratten sucht, schaut in den Ruinen oder bei den Ruhestätten der Toten vorbei. Aber bitte bringt mir keine Ratte. Tja, wieso? Was hast du denn gegen Ratten? Ja? Sind das für dich etwa niedere Tiere oder was? Außerdem, so eine Ratte am Spieß schmeckt bestimmt auch. Man weiß es nicht, ne? So. Tja, wo gehe ich jetzt lang? Ach, da unten ist noch was, ja. Und dann müssen wir uns das anschauen. Ja, Metallbarrieren, wir kennen das ja schon, ne? Dann mach mal hier bumm. Auch wenn du dich selbst mit wegsprengst, ist egal. Hauptsache, wir kommen da rein. Du hältst das aus, du hast schon andere Dinge überlebt, ja. Repetiergewehrkomponente. Ich habe heute einen Fehler gemacht, der zu weiteren Fehlern führen könnte. Ich habe Zeit mit Alia verbracht. Obwohl ich es bisher vermieden habe. Sie erinnert mich an meine geliebte Sophia, die ich längst vergessen zu haben glaubte, und lässt mein Herz höher schlagen. Sie trübt mein Urteilsvermögen, selbst wenn sie nicht bei mir ist. Ich klinge wie ein Kind. Dabei liegen diese Tage lange hinter mir. Ich muss diese alten Gefühle begraben und mich eine Weile von meinem Volk trennen. Übrigens, interessanterweise, das Spiel wurde unter anderem mitgeschrieben von... Und das ist jetzt, glaube ich, kein... Also, zumindest erinnere ich mich an diesen Fakt und ich hoffe, dass es auch ein Fakt ist, dass ich jetzt kein Mist erzähle, aber ich glaube, das Spiel wurde mitgeschrieben und der Teil davor auch von... Der Tochter von Terry Pratchett. Ich meine, Terry Pratchett ist euch sicherlich ein Begriff, ja. Die Scheibenweltromane, ja, also wirklich grandiose, humoristische Fantasy-Literatur, die natürlich auch immer, ja, so ein bisschen satirisch zu sehen ist. Und die Tochter, Rihanna ist sie, glaube ich, Rihanna Pratchett, die hat den Teil davor und den ja auch mitgeschrieben. Oder geschrieben, zumindest die Story, ne. Also finde ich eigentlich so einen ganz interessanten Fakt, mal, den man mal so mit so einstreuen kann, ja. So. Tja, ich wollte schon sagen, da kommen wir nicht hoch, da müssen wir uns wieder... Also da kommen wir nicht runter, meine ich. Das heißt, wir müssen wieder hier zurückklettern. So, hopp. Hopp. Natürlich wieder irgendwelche Nester plündern. So, zack und hopp. Was soll ich jetzt damit anfangen? Irgendwas verbrennen? Machen wir mal den. Einfach alles in Brand setzen und genau die Plattform abfackeln, wo ich jetzt landen muss. Das ist eine gute Idee, oder? So. Jetzt haben wir da Sachen hier aktualisiert. Das ist eine große Hilfe. Naja, das ist das ganze Gebiet. Oh, so viele Dokumente. Ja, wie gesagt, ich suche ja nicht direkt danach. Für mich ist wichtig, gibt es in dem Gebiet irgendwo vielleicht ein kleines optionales Grab. Sieht nicht so aus. Also von da ist der Rest mir eigentlich relativ egal. Da oben ist noch was. Gut, wenn ich schon sehe, dann will ich es mir auch holen. Also. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder latschen. Zurücklatschen hier. Obwohl nicht den ganzen Weg, aber. Kann man das da wegschießen?
Ja, stell mal her. Nee. Ich kann mich nur wegbomben scheinbar. Warum hältst du dich nicht fest? Wo bin ich? Na, ich bin richtig scheinbar, aber ich falle irgendwelche Klippen runter und lande irgendwo. Oh nein. Ah, das ist ein Freund von mir. Gut, ich dachte, das wär ein Feind. Das erkennt man ja manchmal nicht, ne? So, hopp! Na? Gut. Die meisten Verletzten sind sicher. Aber die Angreifer sind wieder da. Wir haben das Oberdorf eingenommen. Wir sind nicht allein. Unten im Tal organisiert sich der Widerstand. Wir können jede Hilfe brauchen. Wenn Sie zurück zum Dorf gehen, seien Sie vorsichtig. Hallo. Ja, hallo. Weißt du, ich werf dir so eine Laterne an den Kopf, weißt du, alles brennt, ich stürze nicht, aber wenn ich da einmal nur mit meinen zarten Füßlein die Flamme streife, kannst du mal aufhören, so zu gucken, das ist ja, dann stehe ich hier gleich in Flammen hier, oder was? Die Sowjets haben diesen Ort eilig verlassen und dem ganzen Tal Dinge zurückgelassen. Damit können wir viel machen. Okay, na, das sieht schon mal ziemlich cool aus hier, so ein bisschen, so eine sumpfige Gegend hier, ja. So, na dann, wollen wir mal gucken, wo das hier alles hinführt. Ach, Untertauchen kann ich auch, aber was gibt's hier denn? Gibt's hier irgendwas von Bedeutung? Nee. Oh ja. Ja, sehr gut, oh, das war interessant. So ein, das erste Mal, dass ich jemanden so gekillt habe in dem Spiel, ne? Ich hatte einen, hätte ich ausliefern können. Typen haben zugesehen. Musste ihn ausliefern. Bringen Sie sie ins alte Gefängnis? Nur die, die vielleicht etwas über den Atlas wissen könnten. Konstantin will Ihnen ein paar Fragen stellen. Den Rest halten Sie oben an der Kathedrale. Aber immer Spaß haben. Kannst du mal... Das müssen Sie sein. Ich hatte gehofft, die ziehen Streichhölzer für den Job. Was soll? Hey, wie war denn das hier mit... Wie lange bist du schon dabei? Ein paar Monate. Aber das ist mein erster richtiger... Oh, scheiße, das wollte ich gar nicht machen. Ich wollte neue Pfeile herstellen. Wie ging das denn nochmal? Ich gehe ins Wasser wieder. Man sieht mich nicht. Ich existiere nicht. Oh, komm. Mann, man kann ja nicht einfach mal stealthy vorangehen, das geht nicht, ey. Das ist immer dieses... Das muss immer in solche großen Gefechte ausarten, ja. Na komm her, wenn du es zu Ende bringen möchtest. Wie konnte man denn nochmal Dings herstellen hier? Normale Pfeile. Achso, indem ich einfach nur die linke Maustaste drücke, okay. Jetzt eh zu spät, also. Ja, toll. Hätten die alle schön stealthy killen können, ne? Stattdessen ist es wieder in so ein riesiges Scharmützel ausgeartet. So, gibt's da noch was von Interesse? Ja, den Busch da. So, nehmen wir noch mit hier. Und natürlich, ja. Diktiergerät. Ich kriege alles mit, was ich bisher weiß. Anna und Konstantin haben hier draußen das Sagen, aber irgendjemand anders ist der große Drahtzieher. Jemand mit viel Geld und Einfluss. Ich habe die Möglichkeiten eingegrenzt, aber irgendwie fällt es mir schwer zu glauben, dass jemand im Vatikan eine private Armee unterhält. Aber alle Wege führen nach Rom. Glaub mir, selbst ich finde das verrückt. Aber die Leute müssen das wissen. Wenn ich dafür sterbe, stehe ich wenigstens auf der richtigen Seite. Und Konstantin, ich weiß, dass Sie das hier vermutlich lesen. Sie können mich verschwinden lassen, aber Sie werden nicht gewinnen. Und falls ich Ihnen das nie ins Gesicht sagen kann, Sie sind komplett wahnsinnig. Tja, die Frage ist natürlich nur, okay, du wirst ihm wahrscheinlich nie ins Gesicht sagen können, weil wer findet denn schon dieses Diktiergerät?
das liegt hier irgendwo rum. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass es genau an die Person gericht, dass es genau bei der Person ankommt, der du das potenziell sagen möchtest, ist ja unwahrscheinlich. So, einfach nur, weil ich es kann. Es bringt zwar nichts, aber man kann es ja trotzdem mal machen, ne? So. Was muss ich jetzt machen? Wo geht's jetzt lang hier? Ja, wo geht's lang? Da unten. Oder da hoch. Also jetzt hier durch, meine ich. Ja. Lass einfach die schöne Flasche fallen. Ihre Horrormänner können hier weitermachen. Wir werden ein Basislager gebraucht. Die kommen schon klar. Roger, alles in Ordnung. Verstanden. Oh Gott. Nein, werden wir nicht. Das Gebiet. Kontakt. Ja. Oh Gott. Alter, ich... Oh, komm, ey, das mit dem Selfie bringt ja gar nichts. Also, das ist wirklich... Aber wirklich, das ist wie exzessiv jetzt gerade mit den Ballersequenzen sind. Das erinnert mich gerade wirklich so ein bisschen an die... Na, wie ist das hier... Die Brackenstadt, genau, die Brackenstadt aus dem Vorteil. Das war ja auch nur Geballer ohne Ende. Ja. Und das ging auch ziemlich lange, also das war irgendwie ein riesiges Gebiet, was ich da erkunden musste, ja. So, da läuft noch jemand durch die Gegend. Ich hab's doch gehört, oder? Oder? Ja, oder auch nicht. So. Merkst du, ich bin wirklich gerade so in dem Baracken-Stadtteil, ne, dieses Spiels hier. Also die Ähnlichkeit ist zumindest sehr verblüffend. Ja. Ja, hey, ich will das schon mitnehmen. Jetzt habe ich mir das extra gebaut, ja. Jetzt will ich das auch dementsprechend nutzen. So, die Münzen nehme ich natürlich mit. Also nicht, warum ich dauernd irgendwas fallen lassen muss. Ich meine, man kann das doch auch in der einen Hand halten und die andere Hand nutzt man zum Aufnehmen der Ressourcen. Ich habe schon mal vergessen, wo ich lang muss. In die komplett andere Richtung. Das ist doch schön. Orientierung gleich null. Aber das ist ja nichts Neues bei mir. Jetzt kommen bestimmt gleich auch nochmal irgendwelche Typen um die Ecke. Irgendwas von Interesse. Welche Flaschen da? Was ist damit? Wie gesagt, das nehme ich jetzt mit. Wo geht's da oben lang? Da oben ist noch ein Dokument. Das schnappen wir uns, weil wir sammeln ja die Dokumente. Einfach so. Weil wir es können. Na dann, lies mal. Hier ist eure heutige Lektion. Bringt mir ein Tier mit Federn. Die Vögel in unserem Tal fliegen meist am Tag und nisten in der Dunkelheit. Weiter entfernt gibt es auch Möwen und andere Arten. Diese Vögel wären für die heutige Lektion ausreichend, wenn auch die faule Lösung. Die Ehrgeizigen unter euch sollten sich zwischen Morgen- und Abenddämmerung in die hohen Lagen begeben. Ein Bussard würde mich schwer beeindrucken. Und bevor ihr fragt, die Hühner in unseren Dörfern kamen mit unseren Vorfahren her. Mit einem zahmen Vogel vom Hof eurer Mutter erfüllt ihr die Aufgabe also nicht. Ja, ist ja nett, dass ihr die Hühner verschont. Also, im Gegensatz zu Lara, ne? Die ballert ja nieder, ohne mit der Wimper zu zucken. So, wo ist es jetzt hingeflogen? Da, gut. Ich frage mich eigentlich, wie lange braucht das denn eigentlich? Das musst du mal irgendwann ein Ende haben, oder? Oder auch nicht. Es raucht bis in alle Ewigkeiten. Ich werde mal gucken, ob hier irgendwas Interessantes ist. Ja, natürlich noch ein Diktiergerät. Nachts kamen Sicherheitsleute. Ich wusste es. Den Typen vom Echo-Trupp umzubringen ging zu weit. Hätte ich bleiben lassen sollen. Aber ich konnte nicht anders. Verbliebene waren nicht genug. Ich brauchte irgendwie mehr. Ich wurde in den fensterlosen Raum gebracht. Dachte, ich wäre tot. Dann war Konstantin da.
nahm meinen Kopf in seine Hände und lächelte. Sagte, er verstehe mich, dass er mal war wie ich. Ich habe gesündigt, aber dass es Vergebung geben könne. Ich war ein stumpfes Werkzeug, ungezügelt. Er sagte, ich könne erlöst werden, dass ich eine Gabe habe, die man nur formen müsse. Trinity könne mich zur Klinge schmieden, mir die Richtung weisen. Hätte fast geheult und ihm die Füße geküsst. Ich werde, was ich immer sein sollte. Für Trinity. Für Konstantin. Man muss sagen, der Synchronsprecher hatte schon Spaß gehabt. Ne? Der hat das ja wirklich mit einer Inbrunst betont. Ja, wirklich so richtig viel Emotion reingelegt. Ne? Muss man wirklich sagen. Ja, für Trinity. Oh, für Konstantin. So, und ich würde sagen, da zu dem Punkt und weiter darüber hinaus, das machen wir in der nächsten Folge. Ne? Bis dahin.